Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal und zurück auch mit Episode Nummer 7 hier in unserer gemeinsamen Reise durch Subnautica 2.0. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht, unsere Basis leuchtet jetzt schon schön im Dunkeln. Dafür haben wir hier die Schlingpflanzen aufgebaut und wir haben noch genügend Platz hier, einige Pflanzen anzubauen, die wir ja alle finden wollen. Hier in unserem kleinen Innenhof wächst es schon fleißig. Und ich habe auch noch ein, zwei Sachen angepasst jetzt seit der letzten Episode, mir 10 Minuten genommen, denn es hat sich jemand gewünscht, dass wir deutlich mehr Fenster einbauen. Dementsprechend habe ich das mal in diesem Raum speziell getan, dass wir hier vor allem den Blick wieder raus auf die Pflanzen haben. Und hier soll dann irgendwann mal auch ein Glasdach drauf kommen. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon schaffe. Wobei das tatsächlich machbar wäre. Vielleicht können wir das heute schon machen, aber ich habe jetzt beschlossen, ich mache hier und auch auf der anderen Seite noch ein Fenster rein, sodass ich dem Wunsch auf jeden Fall schon mal nachgekommen bin. Ich hoffe, die Höhlenstärke erlaubt das heute noch. Und ich sehe gerade, ich muss was trinken. Nee, stimmt gar nicht. Ich muss gar nichts trinken, aber ich habe kein Wasser dabei, merke ich. Von daher baue ich das auch noch. Eventuell pflanzen wir heute auch die Sachen hier noch in das Gewächshaus ein. Und dann ist der Plan für heute, mal ein paar Scans zu sichern. Mal so ein paar, ich sag mal, Quality of Life Scans. So ein bisschen zum Beispiel die Batterieladestation schwebt mir davor. Netterweise hat mir auch jemand geschrieben, ich soll doch mal losgehen und ein paar Wracks durchsuchen. Und von daher ist das genau das, was ich heute machen werde. Denn ihr seht, meine Batterien sind alle dem Ende nahe. Und das ist natürlich nicht, was wir haben wollen. Von daher will ich auch nicht jedes Mal neue Batterien bauen. Und ja, deswegen ist das mein großes Ziel heute. Mal gucken, was wir dabei noch sonst an Scans finden können. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und hoffe ihr auch. Das ist so der Plan für heute. Ihr lasst wie immer gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie es in den nächsten Episoden weitergehen soll und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. So, da kriegen wir nochmal ein Signal für Rettungskapsel 12. Okay, keine Rettungsversuche, die liegt zu tief. Ja, da hinten, guckt mal, 250 Meter. Ich habe übrigens hier, hat mir auch mal jemand geschrieben, das muss ich viel öfter benutzen, hier mal die Farben angepasst. Die ich schon besucht habe, sind rot und die ich noch besuchen will, sind blau. Und ja, das ist einfach mal so zur Erklärung, dass man das auch machen kann. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach direkt auf den Weg. Da hinten, ich weiß, ist das größte Wrack. Aber ich habe da noch ein bisschen Angst vor tatsächlich, weil das weiß ich, ist sehr, sehr tief. Deswegen mache ich mich jetzt erstmal an ein, zwei andere. Und dann baue ich mir vielleicht eine Tauchflasche, dass wir da auch direkt noch reingehen können. Und wenn wir jetzt auf dem Weg dorthin noch ein paar Rettungsboje. Oh, guck mal. Ich brauche eine Signalboje. Und die liegt nämlich gerne bei diesen, nicht Wracks, sondern bei diesen Unfallstellen oder wo halt so einzelne Teile rumliegen, wie jetzt hier zum Beispiel auch der Verkaufsautomat. Und die will ich jetzt mal als erstes abfahren und dann werden wir mal gucken, was für Wracks wir heute noch finden. Ja, ich bin mal gespannt. Wracktauchen ist immer ziemlich aufregend, muss ich sagen. Da ist einfach ja oft mit oft mit Sauerstoffmangel zusammenhängt, sage ich mal. So, konnte man hier auch rein? Oder ist das nur ein... Ah, guck mal. Da kommt heute unser neues Werkzeug zum Einsatz. Nehmen wir mal hier. Und ich glaube, wenn wir Wracktauchen gehen, nehme ich auch mal die Taschenlampe mit. So. Da, er holt ihn raus. Wir sehen, wir haben noch nicht einmal benutzt. So. Ja, ich hoffe, das gefällt euch bis hierhin. Also mir macht es tierisch Spaß, hier wieder durch Subnautica mich zu bewegen. Es ist einfach absolut mein Lieblingsspiel aktuell. Und ja, was heißt aktuell? Eigentlich seit ich es gefunden habe, muss ich sagen, ist das einfach das Spiel, was mir am meisten Spaß macht, wo ich am meisten Zeit drin verbringen. Unter anderem natürlich auch, weil euch das hier so viel Spaß macht mit mir. Und da will ich auch mal Danke sagen an der Stelle.
dass ihr mich hier so tatkräftig unterstützt. So, jetzt nehmen wir hier auf jeden Fall mal das Wasser mit und wir scannen alles, was geht. Kommandostuhl. Nice. Zack. Oh, dieses Geräusch ist einfach befriedigend, wenn dieses Geräusch kommt. Jedes Mal, wenn man sich ein... mobile Fahrzeugstation. Das haben wir aber schon. Wir brauchen nur das Titan. Einfach mal ab und zu mal auch hier reingucken. Da liegt auch mal gern ein Modul drin, wenn man Glück hat. Betrifft uns dann vor allem, wenn wir in die Aurora gehen. So, ist das jetzt wahrscheinlich schon wieder der Ausgang, so klein wie das Wrack ist, oder ist das nochmal ein separater Raum? Das sehen wir jetzt gleich. Ich muss ein bisschen meinen Sauerstoff im Auge behalten. Vielleicht hätte ich mir erstmal eine Sauerstoffflasche bauen sollen. Bevor wir hier... Oh, guck mal, das ist ja mal ein Fund hier. Oh, hier komme ich nochmal rein. Moment. Mal ganz kurz atmen gehen. Wo habe ich... Ah, hier. So. Okay, also der Raum hat sich gelohnt, glaube ich. Wenn ich das so überblicken konnte, habe ich da ein Fragment für die Batterieladestation schon gesehen. Und außerdem die Schubkanone. Das wäre der Hammer. Guckt mal, mit der habe ich hier noch gar nicht gerechnet. Das ist ja noch besser. Die brauchen wir nämlich ganz dringend und haben sie jetzt schon. Perfekt, wenn wir auf die Aurora wollen. Zack, nehmen wir mit. Dann nehme ich das Titan hier auch direkt noch mit. Schadet auch nicht. Und hier Batterieladestation-Fragment. Perfekt, wie viel braucht man davon? Zwei wahrscheinlich. Ja, zwei, okay. Heißt, da sind wir auch schon auf einem guten Weg. Noch ein Wasser. Können wir auch mal direkt was wegtrinken, haben wir jetzt ja genügend. Und was bist du? Modifizierungsstation, das haben wir schon. Laserschneider haben wir auch schon. Halt mal, Modifizierungsstation. Ich habe die Fahrzeug... Nice, 1 von 3. Das habe ich nämlich noch gar nicht. So, das war gar nicht die Modifizierungsstation. Und leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Leichte Tauchflasche mit... Ah, okay. Die ist kleiner, ne? Die können wir auch mal bauen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht baue ich einfach die als Zusatzflasche. Wir wollen ja eh alles bauen. Dann habe ich das in dem Moment schon mal umgesetzt. Und... So, jetzt gucken wir mal. Stasi-Gewehr fehlt mir noch eine. Das tatsächlich sehr gut. Schubkanone, das kriegen wir auch hin. Das ist tatsächlich nicht schwierig zu bauen. Genau, die hatten wir ja schon länger gefunden. Und jetzt haben wir schon den ersten Teil. Erstens mal die leichte Taucherflasche. Sehr cool. Plastallbarren braucht man dafür. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die immer groß gebaut habe. Aber ich brauche die Modifizierungsstation, um die zu bauen. Und da haben wir jetzt gerade das erste Fragment gefunden. Und zwar hier. Und davon brauchen wir noch drei. Also, da müssen wir uns noch dran machen. Jetzt würde ich sagen, hier ist auch nochmal ein Eingang in das Biom. Ich glaube, das könnte tatsächlich das sein, was uns zu Degasi führt später. Und jetzt will ich mal wieder Richtung Aurora. Oh. Falsch, die liegt da irgendwo, richtig? Ja, okay. Und zwar gibt es dort nämlich auch noch zwei, drei kleinere Fracks und Crash-Sites. Ich bin mal gespannt, wie nah wir der Aurora kommen können, ohne Strahlungsprobleme zu bekommen. Ich gehe jetzt im Grunde dahin, wo ich auch gerne mal, wo gern die Rettungskapsel liegt. Das ist so diese Ecke, denn hier hoffe ich jetzt auf die Boje. Das ist gern die Ecke, ja, perfekt. Da ist die Signalbojenfragment, wahrscheinlich auch zwei Stück. Yes, okay. Ja, ja, perfekt. So schnell hat sich das Thema erledigt. Dann kann ich nämlich endlich mal meine Markierungen setzen und also vor allem meine Basis markieren. Und ich werde mir versuchen anzugewöhnen, auch immer ein, zwei dabei zu haben, damit ich mal eine Markierung setzen kann, wenn ich das will. Gravitationsfalle haben wir auch noch nicht. Cool. Okay. Da ist nochmal ein Bojenfragment. So. Sehr schön, das war schon mal erfolgreich. Und jetzt folgen wir hier einfach dem Riff entlang, denn ich weiß, hier gibt es noch ein, zwei Unfallstellen. Da hinten müsste noch eine sein. Ich gehe jetzt aber erstmal hier parallel zur Aurora.
Wenn ich das hier richtig sehe, genau, ich will nämlich nicht zu nah kommen. Hier ist nämlich noch eine. Seht ihr das? Da ist noch eine Signalboje. Wir bräuchten noch eine Gravitationsfalle. Da. Perfekt. Okay, dann reicht das eigentlich schon hier bei den Unfallstellen, denn da finde ich, glaube ich, hauptsächlich diese Sachen, die ich jetzt schon gefunden habe. Gravitationsfalle, Signalboje und ja, den Automaten haben wir noch mitgenommen, ne? Das war auch gar nicht schlecht. So, und dann können wir jetzt schon Ausschau halten. Irgendwo hier, und ich hoffe, wir können uns dem schon nähern, ist nämlich auch noch ein Frack. Strahlung. Schadet mir das jetzt schon? Oh, die hat sich ganz schön ausgebreitet, ne? Wie ist das denn? Jetzt brauche ich jetzt schon den Strahlenanzug. Ich probiere das mal. Guck mal, hier ist nämlich ein Wrack. Das würde ich gerne noch erkunden. Und hier irgendwo ist auch die Rettungskapsel 6, die wir letztes Mal als Eintrag bekommen haben, sage ich mal, ne? Datendownloads, Codes, Hinweise, Rettungskapsel 6. Das ist hier der Hinweis, wo die sich befinden. Ich meine, das ist auch irgendwo hier in der Ecke. Ach, guck mal da. Haha, guck mal da. Ich hoffe, ich komme da jetzt hin. Wahrscheinlich, ja, genau, kommt jetzt die Strahlung direkt wieder. Gehen wir wieder ein bisschen zurück. Okay, aber wir wissen, sie ist hier. Und eventuell können wir aber jetzt hier dieses Wrack noch durchsuchen, weil hier erhoffe ich mir, die Fragmente zu finden, die wir jetzt gerade noch nicht beenden konnten. Batterieladestation. Oh, guck mal. Die hier habe ich letztes Mal nicht zu Ende sammeln können. Oh, verdammt. Hier ist tatsächlich Strahlung. Moment. Oh, ist gerade so an der Grenze, ne? Jetzt mal gucken, ob ich da rein kann. Vielleicht. Nee. Echt nicht? Oh, das ist natürlich super ärgerlich. Okay. Ich sehe schon. Wir sind tatsächlich, wie es aussieht, darauf angewiesen, erst den Strahlenschutzanzug zu bauen, bevor wir dieses Wrack hier erkunden können. Ich komme hier nicht rein, ohne Strahlung auszulösen. Ich probiere es jetzt noch einmal, ob das irgendwo eine genaue Grenze hat, wo das losgeht, oder ob das so ein bisschen, je näher man... Nee, okay. Alles klar, keine Chance. Na gut, muss ich mit leben. Das heißt, wir brauchen den Strahlenschutzanzug, bevor wir uns da reinbegeben. Ganz klar. Dann ist das vielleicht die Aufgabe für die nächsten Male. Für die nächsten Episoden, dass wir das mal bauen. Was brauchen wir denn dafür? Ich glaube, der war gar nicht so schwierig zu bauen. Hab ich in Erinnerung. Strahlenschutzanzug 2. Das kriegt man ja hin. Das kriegt man ja easy hin. Warum habe ich den noch nicht? Warum habe ich den noch nicht? So, da bauen wir jetzt hier direkt mal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ups, war das fünfmal? Das war fünfmal. Oh ja, genau, lass den... Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, schön meinen Segleiter fallen lassen. So. Okay. Dann wieder zurück zur Basis. Denn wir brauchen, wie ihr seht, die Markierung 17. Hä, was ist denn jetzt los? Hier. Und wir brauchen Strahlenschutzanzug. Weil sonst können wir diese Wracks nicht erkunden. Und das würde mich sehr, sehr traurig machen. Und deswegen schnell zurück. Schnell zurück und ein bisschen umschauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber ich glaube tatsächlich hier bei der Rettungskapsel 3 haben wir schon ein bisschen uns umgeschaut, haben einige Fragmente gesammelt. Ihr seht auch, meine Seemotte hat bald keinen Strom mehr. Was heißt, wir müssen unbedingt uns dran machen und vielleicht auch das Tauchdock in Zukunft demnächst einzusammeln. Weil das ist etwas, was ich auf jeden Fall brauche. Ich will nicht jedes Mal die, wie heißt die, Batterien austauschen. Ne? Ach, guck mal, das sieht einfach schön aus. Auch bei Tag sieht das schön aus mit dem Leuchten der Pflanzen. Gefällt mir sehr, sehr gut.
So, okay, dann als allererstes mal die Motte reparieren. Was mache ich denn jetzt? Ich bin heute ein bisschen verplant, wie ihr seht. Zack. Okay. So. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen hin und her, aber vielleicht gehen wir auch erstmal in das Wrack hier nahe unserer Position. Jetzt baue ich als allererstes mal hier das Fasergewebe. Zack. Und Blei. Ja, habe ich gut. Sehr gut. Titan werde ich auch noch los hier. So. Und dann kann ich den Anzug bauen. So, damit ist das schon mal erledigt. Das heißt, jetzt ist Strahlung erstmal kein Problem mehr. Das ist sehr viel wert. Hat er auch direkt angezogen. Und wir können den Helm noch tauschen. Das machen wir jetzt auch tatsächlich, weil wir gehen jetzt hier gerade erstmal nicht so tief. Und vielleicht baue ich dann einfach nochmal eine Standard-Tauchflasche, oder? 3 Titan. Als Ersatz, als 2-3. Als Notfallreserve. Und die nehmen wir dann mit. Zack, die hat sich auch aufgefüllt. Yes. Was ist hier so los? Ich habe ein bisschen Angst, das abzuhören, weil dann überschlagen sich womöglich die Ereignisse gleich. 2-3. 1-2-3. Und wir müssen uns natürlich auch noch heilen. Wisst ihr, was wir auch brauchen? Fällt mir da gerade ein, so Quality of Life mäßig. Wir brauchen einen Medikit-Generator. So, ich höre jetzt mal trotzdem rein. This is Sunbeam. Oh ja, das war klar. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. Okay. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay, also das ist das Update der Sunbeam, das heißt, die sind jetzt tatsächlich nicht mehr fern. Das könnt ihr uns jetzt in den nächsten Episoden blühen, dass die auftauchen. Warum ist die leer? Ach so, ich glaube, ich muss tatsächlich die einmal ausgewählt haben. Dann ist die aufgefüllt. Und dann ist die aufgefüllt. Okay, wunderbar. So, wir erkunden jetzt mal das große Frack. Und das ist das, wo ich immer so ein bisschen Respekt vor habe, weil das ist tatsächlich sehr verwinkelt. Integrating new PDA data. Die Gazi Besatzungsnah, guck mal, da sind Informationen über Margaret Mader. Wie interessant. Cool. Ja, wie gesagt, da will ich auch ein bisschen drauf achten, dass ich die PDAs immer ein bisschen sorgfältiger einsammle. Jetzt gucken wir mal, was wir hier in diesem Frack alles für Scans finden. Finden wieder Wasser. Okay, beklage ich mich auch nicht. Oh, hallo. Wer bist du denn? Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Batterieladestation. Die haben wir. Wegen der bin ich heute überhaupt losgezogen. Das war mein Hauptziel. Wenn ich jetzt noch die Modifizierungsstation heute finde, dann bin ich 100% zufrieden. Weil das sind die zwei Dinge, die ich in den ersten Frack so finden will. Tatsächlich gehe ich jetzt nochmal raus. Es geht hier noch tiefer. Keine Sorge. Es ist ein großes Frack. Aber es ist einfach auch sehr verwinkelt und sehr, sehr fies durchzunavigieren. Einmal nochmal Luft geholt und ab geht's. Tatsächlich mache ich das lieber mit der Taschenlampe und dann hier steady, vorsichtig durchnavigieren, weil man kann sich hier sehr, sehr schnell vergucken und verdrehen und dann hängt man hier irgendwo. So, jetzt gehen wir in diesen Tunnel. Und im besten Fall habe ich jetzt den richtigen Weg. Ja, okay. Wow. Guck mal, was hier liegt. Kann ich das noch gar nicht scannen?
Hier liegt ein Krebs. Das ist interessant. Okay. Das ist viel wichtiger hier. Modifizierungsstation Fragment. Bam. Okay, das ist Nummer 2 von 3. Eins noch. Da ist nochmal Batterielade. Ohne Ende Batterieladestation. Nochmal Krebs ab. Und guck mal. Yes. Deswegen sind wir hier. Cool. Hammer. Hammer. Guck mal, wie viele Teile hier rumliegen. Datenkonsole. Oh, hier geht's auch noch mal rein. Ah, auch das noch. Jetzt bin ich so tief gegangen, dass ich jetzt auch noch, weil ich mein Ding nicht auf hab, kann ich ja ganz schnell machen. Zack, weil das sind die entscheidenden Meter dann am Ende. Okay, jetzt bin ich noch tiefer drin, Leute. Jetzt muss ich echt ein bisschen aufpassen, aber hier sehe ich auch keine neuen Teile. Okay, das ist alles nochmal, was ich schon hab, ne? Auf den ersten Blick. PDA, okay, nehme ich mit. Alles andere, was ich hier sehe, habe ich schon. Okay, schnell wieder raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe es, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, ich habe es übertrieben und jetzt werde ich panisch hier. So, zack. Okay. Okay. Ausgetauscht. Okay. So, jetzt gehen wir hier raus. Oh mein Gott. Ja, du hast recht. 30 Sekunden. Okay, ich habe rausgefunden. Oh mein Gott. Seht ihr, was für ein Labyrinth das ist? Und da gibt es nochmal einen Weg, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, da nochmal reinzugehen. Aber eigentlich müssen wir das Wrack jetzt hier abschließen, wenn wir schon hier sind. Okay, jetzt habe ich ja den Weg zumindest gesehen. Wir sind jetzt nämlich in den einen Tunnel rein. Und ich hätte schwören können, ich hätte da nochmal einen Tunnel gefunden. Und da wir ja hier wirklich auch alle PDAs und Dateneinträge... Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Irgendwas lässt man immer liegen, aber zumindest den Versuch will ich starten. So, hier war man nämlich noch nicht drin. Okay, aber das sieht auch nach nur Batterien... Oh. Bilderrahmen. Ich habe in dem anderen Frag auch einen Bilderrahmen gesehen. Aber einer reicht, dann haben wir den auch schon. Und ich glaube, war es das? Das könnte es gewesen sein, ne? Weil hier in diesen Tunnel sind wir jetzt schon rein und das mache ich nicht nochmal. Das war gerade ganz schön knapp. Die Stühle haben wir auch beide schon. Okay. Ich glaube tatsächlich, das reicht mir. Also ich werf jetzt nicht nochmal einen Blick da hinten rein. Ich kann mir vielleicht auf der Aufnahme nochmal anschauen, ob da irgendwas lag, was ich unbedingt hätte mitnehmen sollen. Aber ich denke tatsächlich, dass das auch nur Modifizierungsstation und Batterieladestation waren. Und ein paar Kisten. So, ach, guck mal, jetzt ist nämlich meine Batterie leer. Und genau deswegen brauchen wir die Batterieladestation. So, vorsichtig mit dem Segler. Da hat man nicht so ganz so viel schönes Licht wie mit der Taschenlampe. Aber wir schaffen es raus. Also es war auf jeden Fall gut, dass wir nochmal eine Tauchflasche mitgenommen haben. Huh, okay. Das war aufregend. Das war aufregend, würde ich sagen. Ich mache jetzt noch eins, und zwar wir tauchen jetzt nochmal ein, und zwar in das Wrack, was wir nicht erkunden konnten aufgrund der Strahlen. Das will ich jetzt auch machen. Ich erwarte da zwar keine großen anderen Scans, als ich jetzt schon habe, denn das hat ungefähr, vom Prinzip her ist klar, also es gibt viele Wracks hier und die Drops von den Bauteilen sind immer etwas unterschiedlich. Aber was ich gemerkt habe, haben mehrere Wracks mit gleicher Entfernung zum, sag ich mal, zur Nullkoordinate, also zur Mitte der Karte, die sich übrigens irgendwo direkt hier befindet, ja,
haben ähnliche Scans. Also diese Fracks hier jetzt, die ich jetzt hier erkunde, werden immer entweder Batterieladestation oder Modifizierungsstation haben. Ne? Und dann gibt es wiederum Fracks, die weiter weg sind, die haben dann so Sachen wie Kernreaktor, Wärmekraftwerk und so weiter und so fort. Also es ist immer ähnlich aufgebaut. Auch wenn man die wirklichen Drops dann letztendlich nicht zu 100% vorhersagen kann. Das ist nämlich immer so ein bisschen arealspezifisch, aber Strahlung registriert. Ach so, ich habe meinen Helm nicht auf. So, zack. Problem gelöst, würde ich sagen. Und jetzt können wir erstens nämlich die Rettungskapsel 6 abhaken. Das ist die hier. Die nämlich keine Markierung uns gibt, sondern nur die grobe Position. Gibt es ein paar Leuchtfackeln, kann man mal mitnehmen. Blei, vielen Dank. Wahrscheinlich für den Strahlenschutzanzug. Und die Aufzeichnungen. Das Ding will ich bauen. Und jetzt können wir... ich den gerade höre, den müssen wir auch noch scannen, glaube ich. Ich glaube, den habe ich noch nicht gescannt, den Santai. Ne? Bei Gelegenheit mache ich das mal. Jetzt will ich aber erstmal es schaffen, noch hier reinzugehen, um einfach zu zeigen, beziehungsweise auch für mich zu bestätigen, dass da jetzt nichts mehr groß drin ist. Außer vielleicht eine Datenbox oder sowas. Das kann natürlich sein. Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt mache ich das mal so und so und so und so. Also, brauchen auf jeden Fall Batterieladestationen. Heute ein voller Fracktauchtag hier. Oh, guck mal, ich habe zu früh gesprochen. Hier gibt es noch viele Scans, die ich gerne hätte. Normaler Pflanzentopf, die Bank. Es macht so Spaß. Fracktauchen ist einfach was Cooles. Es macht so Spaß. Guck mal, wir haben jetzt 3 Scans mitgenommen. Wandpflanzentopf, ja. Ein Poster, das habe ich ganz vergessen, dass das hier hängt. Also, hat sich schon gelohnt. Absolut gelohnt. Jetzt machen wir hier noch auf und ich glaube, da könnte sogar noch eine Datenbox drin liegen. Es ist immer so ein bisschen Schatzsucher-Feeling, finde ich, wenn man in den Fracks taucht. Das macht so Spaß dabei. Okay, okay. Geschafft. Taschenlampe. Ja, ohne Ende. Batterieladestation hier, Modifizierungsstation. Hier geht's raus, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Und hier ein Riesentunnel. Oh, das ist ganz schön tief nochmal. Wisst ihr was? Im Hinblick auf meine Sauerstoffanzeige mache ich mal ganz kurz die Kehrtwende. Ich weiß, ich habe nochmal eine dabei. Gucken auch hier nochmal. Da ist nochmal der Bilderrahmen, den wir vorhin gesehen haben. Und hier ist auch nochmal ein Eingang. Okay. Also zwei Wege, die wahrscheinlich tatsächlich in die, vielleicht so einen Rundgang bilden. Weiß ich jetzt gar nicht zu 100%, aber das gucken wir uns jetzt an. Was haben wir an Ressourcen? Okay, ich nehme jetzt hier nicht mehr die ganzen Stationen mit, weil es aber echt wie viele hier rumliegen, ey. Strom. Strom. Okay, ich habe kein Medikit dabei. Ah ja, guck mal, hier ist die Datenbox. Da müssen wir jetzt aber auch aufpassen. Fahrzeugerweiterungskonsole. Wow, das ist ein... Na, das ist mal ein Fund. Das ist mal ein Fund. Da brauchen wir aber das Tauchdock dafür. Okay. Das haben wir also entdeckt und erkundet. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich da nicht nochmal in den Strom reinschwimme. Und dann nehmen wir noch einmal diesen Weg hier. Führt es tatsächlich nochmal wo ganz anders hin? Oh, dieses Geräusch. Ah ne, das führt raus. Okay, alles klar. Damit ist, glaube ich, dieses Frack auch erkundet. Nice. Oh, Fracktauchen macht einfach Spaß. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Spiel. Auch so dieser Nervenkitzel mit Strom. Und Sauerstoff vor allem, aber gerade da ist es mal sinnvoll, nochmal eine extra Tauchflasche dabei zu haben. Und jetzt machen wir uns mal dran und ich überlege,
was wir heute noch bauen können. Guck mal hier, Fahrzeugerweiterungsstation, was wir jetzt alles für Module bekommen haben hier. Hammer. Aber wir brauchen das Tauchdock, um die zu bauen. Und das wäre vielleicht demnächst an der Zeit, weil wir brauchen unbedingt das Tiefenmodul hier, wie ihr seht. Und ja, Modifizierungsstation dementsprechend jetzt auch ein paar Upgrades bekommen. Also wirklich Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Macht richtig Spaß. Und jetzt will ich aber... Die können wir dementsprechend noch nicht bauen. Aber wir können das hier bauen. Wir können das hier bauen. Und eventuell auch gleich das hier noch bauen. Ha, das ist doch mal ein Plan für heute, damit unsere Basis noch aufzuwerten und die drei Sachen zumindest noch aufgestellt zu haben. Das wäre heute noch mein Ziel und dann muss ich hier mich mal an neue Batterien für meine Seemotte machen, weil ich glaube, die schafft es jetzt gerade noch so zurück und dann ist das Geschichte hier mit unserem Strom oder mit unserer Energie. Also das Tauchdock winkt mit dem Zaunpfahl, ne, für die nächste Episode. Also, da haben wir auf jeden Fall was vor, weil das ist eine gute Distanz tatsächlich. Der nächste Pilzwald, entweder wir nehmen den da hinten im Nordwesten oder den vor der Aurora. Zu dem tendiere ich fast, den mag ich nämlich sehr gern. Ist auch eine schöne, schöne Location. Ich hatte mal jetzt kürzlich im letzten Video jemand gefragt, oder vorletztes, was denn meine Lieblingskreatur ist. Tatsächlich habe ich da nie drüber nachgedacht. Ich werde mir das mal in Ruhe überlegen, während wir hier die verschiedenen Kreaturen entdecken und scannen. Mein Lieblingsbiom ist tatsächlich das Blutrankenbiom. Kurz vor dem der Leuchtpilzhöhle. Schreibt mir doch mal, was so eure Lieblingsbiome, Lieblingskreaturen sind. Würde mich total interessieren. Vielleicht kann ich mir da auch mal Inspiration holen. Und jetzt steigen wir aus und jetzt gucken wir mal, was wir hier... ich werde jetzt hier mal ganz kurz meine eigenen Pflanzen beschneiden für die Schlingpflanzen. Ja, aber klar. Wie viel brauche ich? Trinke ich mal kurz zweimal Wasser. Ich habe auch noch eine Pflanze. Zack, dann sollte das passen. Okay, also ich sehe viele Computerchips, die wir bauen müssen. Mach jetzt erstmal ein bisschen Platz hier. Was haben wir denn jetzt alles dabei? Ja gut, die Tauchflasche natürlich, die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Die können weg. Das Ding behalte ich mal, sicherheitshalber. Einiges an Wasser gefunden in den Fracks. Das ist sehr cool. Das tun wir hier mal schnell rein. Dann nehme ich die vier Tischkorallen. Das ist perfekt. Das reicht genau für meine Computerchips Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vielleicht. 6 müsste hinhauen. Dann sehe ich ein Silber, zweimal Gold für Computerchips und ein Diamant. Habe ich noch einen Diamanten? Ja, habe ich auch noch. Okay, und ich sehe Titan noch ein wenig. So, das sollte passen. Und ran geht's ans Bauen. Also, wir bauen als erstes mal Kupferdraht. Und zwar 3 Stück. Einmal, zweimal und dreimal. Und dann daraus wiederum 2 Computerchips. Perfekt. Ah, guck mal, ich habe was übersehen, und zwar den Kabelsatz. Das ist aber nicht so schlimm. Da haben wir auf jeden Fall genug. Und zack. So, und ich glaube, damit habe ich alles. So, und dann brauchen wir unser Konstruktionswerkzeug. Und sind bereit, ein paar Dinge zu bauen. Und zwar einmal die Batterieladestation. Die haue ich jetzt einfach hier direkt daneben. Zack. Ich überlege gerade. Modifizierungsstation können wir eigentlich hier hinstellen. So. Die braucht einen Special Platz, weil die breitet sich immer so schön aus, wenn sie aufgeht. Und dann kann man hier schöne Sachen bauen. Tatsächlich das Messer, die Thermalklinge, spare ich mir jetzt erstmal, weil die ist etwas
die manchmal dazu führt, dass man immer so Blasen auf dem Bildschirm hat und das nervt mich tierisch. Wir können bei Gelegenheit die mit ultra hoher Kapazität bauen. Die leichte, habe ich ja gesagt, werde ich bauen. Wir probieren auch mal die ultragleitfähigen Schwimmflossen aus. Und die Tiefenmodule, tja, die können wir tatsächlich jetzt aktuell noch nicht bauen, denn wir haben das Einser nicht. Und dafür brauchen wir eben das Tauchdock, denn wir können die, die Fahrzeugerweiterungskonsole eben nur ins Tauchdock bauen, soweit ich weiß. Und das haben wir noch nicht, also brauchen wir das noch. So, und ein Medikit-Generator, wo haben wir den denn hin? Einfach hier auch irgendwie daneben? Hier ran? Geht das? Nee. Geht nicht, so. Kriege ich den... Ah, will ich das so nebeneinander? Muss ich das nochmal so ein bisschen verschieben vielleicht? Ich will das nicht so ganz gequetscht haben hier alles. Aber ich kriege alle drei auf eine... Fläche. So, jetzt nochmal neu. Und zwar bauen wir... Oder machen wir das in die Mitte? Ich glaube, das ist fast sinnvoller, oder? So. Und dann die Batterieladestation hierhin. So. Zack. Dann können wir den sogar auch noch ein bisschen einrücken. Seht wieder, ich brauche das hier wieder ganz perfekt. So, ich hoffe, das passt jetzt so einigermaßen. Ja, das finde ich doch gar nicht schlecht. Dann können wir die wieder entfernen und jetzt endlich ein paar Batterien aufladen. Denn ich glaube, ich habe hier noch zwei, drei und das ist ganz, ganz dringend, dass ich die auflade. Cool. Ich glaube... Das sieht gut aus. Ich werde jetzt hier noch mal meine Pilze und Blumen ins Gewächshaus, sage ich mal, stellen. Hier ein paar neue Pflanzentöpfe bauen. Die haben wir gerade noch einen gefunden. Und ihr lasst ein Like da, Abo für den Kanal und wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Ich glaube, in der nächsten Episode werde ich mich mal ums Tauchdock kümmern und ihr schreibt mir, was wir danach machen. Ich freue mich drauf, auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal und tschüss.